kommt? Lord Byron? Auf seinem Feuerross. Worauf wartet ihr? Auf die Knie? Ich bin es, Brody Burnham. Ich bringe eine Botschaft von meinem Vater. Oh, du bist das. Alle wieder hoch. Vergesst die Verteidigungspläne. Der Schlüssel zu unserem Sieg über Novelmore ist die allermächtigste Waffe, die es gibt. Die Invincibus. Findet sie und bringt sie umgehend zu Lord Byron. An diesem Punkt galoppieren wir dramatisch davon. Dann werden wir den in Novelmore mal einheizen. Holen wir uns die Invincibus. Eure Milch und eure Kekse, General. Ich warte auf das Gebot meines Meisters. Na klar, ich komme dann nochmal, wenn er da ist. Da ist General McGriffin. Nein, wir müssen warten, bis er Kontakt zu dem Spion aufnimmt. Spaßbremse. Hey, der Tisch hier ist für Gruppen ab 4 Personen reserviert. Oh, entschuldigt. Lass den wieder verschwinden. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Du trägst eine Maske. Ja, aber ich sehe cool aus. Hey, du bist dieser maskierte Ritter. Du hast mich erwischt. Seh mal her, wen ich gefunden habe. Den maskierten Ritter. Ich verstehe die Aufregung nicht. Der maskierte Ritter tut nichts außer düster und schräg aussehen. Wir diese Stadt noch mal. Hey, du da! Lust auf eine Runde Arm drücken? Ich weiß nicht. Den schaffst du, Dario. Er sieht schwach aus. Mach ihn nicht wütend! Wütender! Und jetzt doppelt oder nichts? Gwyn, ich glaube nicht. Keine Sorge, ich mach das. Arm drücken mit einem Mädchen ist ja wohl ein Scherz. Das wird ein Kinderspiel. Akzeptierst du einen Schuldschein? Klar. Während ich also Sir William vor einer Bande Wegelagerer ge... Oh? Entschuldigt mich, Bürger. Das muss der Spion sein, der die Pläne gestohlen hat. Ach ja. Nur weil du keine Fans hast. Treib's nicht so weit, kleiner Prinz. Hey. Was soll das? Während ihr zwei euch hier sowas wie streitet, dachte ich, ich sollte mich mal um diese Spionsache kümmern. Deshalb sind wir ja schließlich hier. Der Plan aus eurem Arbeitsraum ist nutzlos. Mein Herr verlangt nach etwas Wertvollerem. Wie kann ich euch dienen, mein Meister? Wir suchen nach einer Waffe. Einer Waffe namens Invincibus. Die Invincibus? Sprich dein Nachtgebet. Für dich ist jetzt Schlafenszeit. Ich muss gehen. Feuerspion! Für dich ist jetzt Schlafenszeit. Was war denn das? Du ärgerst dich nur, dass dir das nicht eingefallen ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber sollten wir das nicht klären? Naja, während wir ihn verfolgen? Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Kekse. Lasst ihn nicht entkommen! Ich sicher nicht. Los, Daisy, wir schneiden ihm den Weg ab. Ich glaube, hier ist der Weg für dich zu Ende. Oh, ist er das? Wag es nicht. Sie ist auf einer getreidefreien Diät. Aus, aus, aus! Da ist er! Warum hast du sowas eigentlich nicht? Irgendwas, einfach was Nützliches. Er entwischt uns! Halt! Gute Nacht. Eindringling! Ergreif den Mann! Mein Name lautet Feuerspion. Halt! Im Namen von Novelmore! Wie wär's mit? Nein! Oh.
Ich habe zwar keine Waffe mehr, aber ich habe das Recht auf meiner Seite und gebe deshalb niemals auf. Darf ich? Beeindruckend, Zauberjunge. Tja, ich hab da so ein paar Asse im Ärmel. Da lang! Ich war auf einen Kampf vorbereitet. Aber wir akzeptieren deine Kapitulation, Spion. Du aufgeblasener Dummkopf. Es ist eine Falle. Das wäre eine wichtige Information gewesen, so vor 30 Sekunden. Was für ein Spaß. Drei kleine Novemorianer, die sich im Wald verirrt haben. Der Faxenmacher der Burnham Raiders. Kaboom. Und Pyrelia, die Hüterin des Feuers. Und Lucifex. Baron der Blitze, Fürst des Feuers, Freiheit der... Moment, wie war das noch gleich? Wer ist der Maskierte? Prinz Arwen höchstpersönlich. Raiders von Burnham, ich befehle euch, dieses Land ein für alle Mal zu verlassen. Lass mich drüber nachdenken. Nein. Seht mal, das hier ist ein Mädchen. Nimm deine Hände weg, du Hexe. Freiherr der Vernichtung. Das wollte ich sagen. Das ist mein Lieblingstitel. Ich warne euch, Raiders. Mit mir legt ihr euch besser nicht an. Ich bin Dario da Vinci. Meine Vorfahren haben die Waffe erschaffen, die ihr sucht. Die Invincibus. Die mächtigste Waffe der fünf Reiche ist schon fast in unserem Besitz. Oh, ich hab die Invincibus nicht. Die hat schon ewig keiner mehr gesehen. Das würde ich vielleicht sagen, wenn ich die Invincibus hätte, die ich habe. Ihr lasst uns also besser gehen, oder ihr seid verloren. Ja, so sieht's aus. Da kennt er nichts. Was sagt ihr? Ich sage, manchmal fühle ich mich einsam. Ich meinte damit die Invincibus-Sache. Glaubt ihr, dass er sie hat? Ganz sicher nicht. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Schnappt sie euch! Gwyn, kämpf gegen die Bösewichte, nicht gegen den Sack! Ich hab dich nicht um Rat gebeten! Wird es hier immer heißer oder liegt es an mir? Oh, an dir sicher nicht. Nicht so eilig, da Vinci. Jetzt kommen wir langsam in die heiße Phase. Wem brennt es jetzt unterm Hintern? Oh, der Spruch ist viel besser. Dank mir sieht sie Feuersterne. Das ist ganz schön anstrengend. Kaboom! Fang! So, das ist also die Invincibus. Nicht auf den Knopf drücken, sonst sind wir alle erledigt. Ist das alles, was... Hey, Moment mal! Böser Hund! Nein! Ihre Flammen, sie werden schwächer! Du hast wohl den Funken verloren! Angriff! Oh je, das war's dann! Pyrelia! Seht mal! Die Verteidigungspläne! Wir waren siegreich! Wirklich? Denn es klang so, als wollte die Feuertruppe zurückkommen. Vielleicht hättest du meinen Rat annehmen sollen. Vielleicht solltest du mal still sein und zuhören. Vielleicht sollten wir dem König die Pläne bringen, bevor sie zurückkommen. Wieso bist du im Besitz der Pläne, obwohl ich dir ausdrücklich verboten hatte, danach zu suchen? Sie wurden mir vom maskierten Ritter persönlich überreicht, mit einer Botschaft. Die Raiders werden zurückkommen. Dann überbringt der maskierte Ritter also im Auftrag der Raiders Botschaften? Er ist ein Dieb und Verräter. Nein, Vater! Schweig!
Wenn wir uns auf diese Außenseiter einlassen, dann folgen wir ihnen in den Ruin. Die Prophezeiung ist das Einzige, was uns beschützt. Darauf verlassen wir uns. Ich will nichts mehr davon hören. Der König irrt sich. Die Raiders werden zurückkommen. Es ist an uns, sie aufzuhalten. Es wird Tapferkeit erfordern. Und Geschick. Und einen genialen Kopf, der großartige Dinge erfindet. Oh, du redest von mir, oder? Bist du dabei? Für Noblemore!